Wow. Wutsch, wutsch. Oh, rückwärts kann er laufen. Er kann moonwalken. D-d-d-d-d-d-d. Oh, dance. Oh, body. Oh, dance. Oh. Ja. Beat it, beat it. Ja, okay, ich habe mal hier einen Spaß dran gehabt. So, jetzt kann ich weiter erklären. Und zwar, dieses Spiel ist anders aufgebaut, wie man schon hier an dem Menü sehen kann. Intimi? Was heißt denn Intimi? Oh mein Gott, das ist bestimmt irgendwas Perverses. Perversi. Nein. Oder Intimi. Aber wer ist nur wieder Timmy? Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt auch egal. So. Also, das Ganze ist weniger wie ein, Arcade-Spiel so aufgebaut und mehr wie ein, Rollenspiel. Also, es hat Rollenspiel-Inhalte ordentlich und so. Wow. Und bisher ist es noch gar nicht so schwer. Wir können halt hier auch leveln. Wir werden Fähigkeiten bekommen. Warte mal, Moment. Ach, genau, hier. Hier ist unsere Karte. Was da unten links ist, ist noch nicht viel, ich weiß. So, also wir haben auch eine Karte. Wir werden ab und zu mal wieder durch alte Gebiete durch müssen. Ich hoffe, ich krieg das alles hin. Wenn nicht, ist ganz schlecht gerade. So. Wir können auch Zauber benutzen irgendwie. Was war das gerade? Ach so, ich habe Lebensenergie bekommen. Cool. Sehr schön. Hier, ah, das ist ja was Schönes, weil in Area of Sorrow ist das leider nicht der Fall. Oh mein Gott, wir haben den, wir sind dem Tod begegnet. Ah, ach, das ist Alucard. Ah, natürlich, warum hat er auch Gegenstände wie Alucard-Schwert und sowas? Ah. Rebellisch wie je und je, aber das hier ist kein Platz, kein Spielplatz. Wenn ihr euch nicht benehmen könnt, dann verschwindet. Das werde ich nicht. Gebt den Weg frei, alter Mann. Ha, wie überheblich ihr doch seid. Na schön. Aber wir werden uns schon sehr bald wiedersehen. Oh, ganz interessant. Nein! Er hat mir meine Gegenstände weggeklaut. Dieser böse, böse, böse Typ, der. Boah, ey. Was soll denn das? Die wollte ich noch behalten. Habe ich jetzt wenigstens irgendwelche Gegenstände? Unbewaffnet. Hurra. Neutronenbombe. Hä? Geil. Nehme ich. Ey, wollte ich haben. Ja, ich nehme einen Trank in die Hand. Hey. So. Nichts, 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 nichts. Na toll. Gibt es eine Möglichkeit? Ah. Was war das? Ach so, das war meine Neutronenbombe. Och, sag mir das so meiner. Wow, wir dürfen schlagen. Ey, ist das nicht... Das ist doch der Hammer. Wir können jetzt schlagen. Mehr nicht. Na toll. Dann schlag ich dich mal. Au! Oh, ich krieg 5 Schaden durch dieses blöde Vieh. At Bams. Oh, yeah. Und ich habe ein Kurzschwert bekommen von meinem ersten Feind. Das heißt, ich lege es auch an. Ha. So. Okay, wir können anscheinend 2 Waffen tragen. Das ist sehr nett. Das ist sehr nützlich. Das mag ich. The Bam. Ah. Roter Rost. Nehme ich. Hört sich scheiße an, aber zweihändig. Oh. Na, nehme ich Roter Rost und... Es ist zweihändig. Schade. Einhändige Schwerter sind bestimmt lustig. Was kriege ich hier? Ein Zoe-Würfel erhalten. Ist das so ein Ding, was man verdreht und dann... Nein, das ist ein Zauberwürfel. Okay, was war da oben? Komme ich da schon irgendwie ran? Oder komme ich da irgendwann ran? Ich werde hier alles erkunden, wenn es sein muss. Werde ich auch müssen, wahrscheinlich. Ich fange hier unten an. So. Herz! Oh nein! Ich komme hier nicht durch! Böses Ding. Dieses Stück Herz, das wollte ich haben. Naja, jetzt kann ich auch nichts machen. Oh, seht mal! Speicherpunkt. Sieht zumindest aus wie ein Speicherpunkt. Ja, ich kann mich hier... Ah, gut, ausruhen und dann... Boah, dieses sich 3D-mäßig drehende Zeugs, das ist ja Hammer. Dieser Sarg, in dem wir sind. Schöne Sache. So. Was war das gerade? Er hat gerade Irr gemacht und ich weiß nicht wieso. Habe ich etwa aus Versehen die Schlagentaste gedrückt? Ach, egal. So. Wo sind wir denn hier? Hier geht's in den nächsten Abschnitt. Und er heißt Alchemielabor. Okay.
Bams. Bams. Au. Was war das? Achso, Knochenwerfer-Zeug. Au. Warte mal. Ich benutze mal doch wieder die andere Waffe. So. Ah, geht schneller. Roter Rost ist scheiße. Haben wir jetzt mal mitbekommen? Werden wir uns merken. Oh nein. Nein. Ja, es geht. Cool, ein Fellharnisch. Nehmen wir... Mann, ich muss mich hier erstmal ausrüsten. Ich glaube, das wird dann im Laufe des Spiels ein wenig seltener passieren, sage ich mal. Au! Was passiert hier eigentlich? Ah, das da. Aha. Siehste, habe ich gar nicht gebraucht. Ha. Na, kriege ich nicht tot. Weil auf Boden und so. So. Ich weiß auch gar nicht, ob ich vielleicht hier irgendwie mal trainieren müsste dann. Ups. Haha, geht auch so. Oh, Alchemielabor. Jetzt habe ich ein Lederschild bekommen. Ey, es geht ja immer weiter voran hier. So, rüsten. Lederschild, wo bist du? Ach so, klar. Lederschild. So. Dann gucken wir mal. Ah, so benutzen wir den. Also mit dieser Taste, was bei mir Kreis ist. Bams. So. Oh, und wie hoch er springen kann. Oh, das kann nicht jeder. So. Gehen wir da rein? Ja, wir gehen da erstmal rein und gucken. Oh, hier geht's weiter. Oh, was haben wir hier? Ah, so, Waffen, klar. Zack. Ja, ein Messerchen. Oh, Skeletti, Skeletti, ich mach dich toti. Was habe ich jetzt bekommen? Immun Donner. Was ist das? Ist das irgendwas Zaubermäßiges? Irgendwas Relikt oder so? Hey. So. Oh. Objekte werden materialisiert. Ein. Ein. Oh, da wo nichts steht, kann ich nicht einstellen. So ein Blödsinn. Nein, klar, ist irgendwie klar, dass das nicht geht. So. Immun Donner, aha. Naja, erstmal gucken, ob es überhaupt irgendwo Donner gibt hier in der Nähe. Wenn ja, dann komme ich nochmal drauf zurück, auf das Angebot. Iiii, was ist das denn für ein komisches Skelett? Iiii. Boah, ist das eklig. Es weint. Nein, es weint. Oh. Es soll sich mal treffen lassen. Bam. Es geht doch. So. Da komme ich noch nicht hoch. Habe ich schon gesagt, ich werde im Laufe des Spiels Fähigkeiten erhalten. Oh, hier, eine Axtrüstung. Kann mich mal... Ah! Bam. So. Und schon ist sie tot. Ich weiß nicht. Also irgendwie Spitzen aus dem Boden, die kann man ganz toll umgehen. Ich weiß ja noch nicht mal, ob das Spikes of Instant Death sind oder ob die... ob man an denen nicht stirbt. Bam. So. Wieder einer tot. Oh, bin ich gut am Leveln? Ich weiß es nicht. So. Oh. Komm vorbei. Ey. Ich treffe dich nicht mal. Toll. Au. Aber du mich. Weil ich mich zu doof anstelle wahrscheinlich. Haha. So. Will haben. Feuer zerschlagen ist bei Castlevania ja immer irgendwelche Gegenstände bekommen. Auch wenn ich immer noch nicht verstehe, was das miteinander zu tun hat. Oh, ich darf schon wieder speichern. Cool. Sag mal, so lang ist die Aufnahme doch noch gar nicht. Also, wie gesagt, in diesem Spiel wird man neue Fähigkeiten mit der Zeit immer wieder bekommen. Dadurch öffnen sich neue Zugänge. Und diese Zugänge bringen einen zu neuen Gegnern, neuen Bossen, damit es nicht langweilig wird halt. Magisch versiegelt, du blödes Ding. Dann eben nicht... Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren wird. Ich... Upsa. Also aus Area of Sorrow kenne ich ein wenig diese Spielmechaniken und so. Upsa, upsa. Aber ansonsten ist es eigentlich eher blind. Also blind, sag ich mal. Was ist hier? Keine Musik! Gebt mir meine Musik wieder! Oh. Oh. Wow. Ist ja böse. So. Haha. Ha. Was ist das denn für ein Kampf? Ist das ein Bosskampf oder ist das noch mehr oder weniger
Kitsch, Spaß und sowas. Bams! Zweimal getroffen. Das ist gut, wenn ich das schaffe. Oh, ich habe sie beide getroffen sogar. Jetzt. Ah! Wie lange dauert das denn? Und vor allem, ist das ein Bosskampf oder nicht? Wow! Wow, was ist denn das jetzt für eine eigenartige Spielmechanik? Muss ich die beide besiegen oder nur einen? Au, schön, einer ist weg. Jetzt kommt der nächste. Au. Beziehungsweise nur dieser eine noch. Ah, das war ja jetzt nicht so das mega hammermäßige. Oh, doch, der lebt noch. Bam, jetzt lebt er nicht mehr. Schon wieder ein Level up. Sag mal. Also, das scheinen Bosse gewesen zu sein. Und, boah, langsam. Krass. Maximales Leben. Schön. Ich habe 2 Level-Ups bekommen, weil ich 2 Viecher besiegt habe und... Ja. Welches Level bin ich jetzt? Level 6! Kann ich Talentpunkte verteilen? Nö. So. Dann eben nicht. Hoppa. Ah, das hätte ich auch noch tun können. Stimmt, das hätte es mir ein wenig vereinfacht sogar. Aber das geht auch ohne. Ha. So, damit hätten wir also den ersten Boss, besiegt, wie es aussieht. Wusch. Ha. Na, was ist denn das für einer hier, ey? Der, boah, boah, ist das eklig. Dem habe ich ja voll alles aufgeschlitzt. Oh, da spritzt das Blut. Da geht alles. Da geht die Luzi ab. Oh. Und hier ist schon wieder ein Speicherpunkt. Sag mal, sind die in diesem Spiel wirklich so häufig? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt brauche. Ich glaube, später im Verlauf des Spiels werde ich es doch noch brauchen. So, übrigens, in diesem Spiel sammelt man Geld. Und dieses Geld braucht man sogar wirklich mal. Ja, nicht so wie in Rondo of Blood, beziehungsweise Dracula X Chronicles, wo es nur... Oh ja, jetzt blute wieder. Ich habe bei dir die Regel verursacht. Boah, Igitt. Alles kommt mit einem Mal raus. So, ey! Ich hab den da unten nicht getroffen. Ich hab dem den Kopf abgehauen. Und warum... Schlechte Animation, sage ich da einfach nur. Da. Da, schon wieder. Das ist Brust gewesen. Und bei dem geht der Torso ab. Sehr schön. Hm, was habe ich hier bekommen eigentlich? Oh, geil. Hübsche Linie. Bam. Oh, geil. Hammer. Einfach nur Hammer. Geht das jetzt ewig so weiter? Cool. Ah... So, Bams. Au. Ist echt nett, dieses Kristallding. Mir macht's Spaß. So eine Waffe hatte ich noch nicht. Also, nicht mal in... Na doch, in Mega Man ist es vergleichbar mit dem Gemini Laser. Natürlich. Sprung, 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 Sprung. Ich kann ja noch nicht dashen oder sowas. Schade. Au. Nein, fast wäre ich durch die Tür gefallen, was ja gar nicht geht, weil ich muss da durchlaufen. So.